Willkommen zurück hier bei FIFA 15. In dieser Folge geht es gegen Norwich. Wir stehen in der Startformation, was natürlich sehr schön ist. Und mal gucken, ob wir vielleicht wieder ein, zwei Tore schießen können. Alles klar, es geht los. Wir haben uns schon direkt den Ball verloren. Das ging ja fix. Ups, da habe ich den Schiri aus Versehen mal mitgenommen. Oh, wir sind frei vorm Tor. Und wir... Zack. Ganz einfach eingenetzt, das Ding. Einfach dran vorbeigeschoben am Torwart. Da kann man es nochmal schön sehen. Wunderbar. Ja, geht auf jeden Fall schon mal gut los mit dem Tor. Kann man sich ja nicht so beschweren. So, und wir haben wieder direkt den Ball. So, wir gehen hier mal zur Außenlinie. Ziehen jetzt rein, dribbeln den aus und schießen direkt auf den Torwart. Schade. Okay, einen kurzen Sprint. Ja, ich muss gerade mal kurz ein bisschen gehen. Oh, schade, das sollte eigentlich nur mal ein Rückpass werden. Lief leider nicht ganz so gut. Hoppal, ey, jetzt sind wir noch zu Fall gekommen. Was sollte das denn? Ja, ich bin ein bisschen müde. Deswegen, ab und zu gehe ich dann auch leider. Und, oh, schade. Der geht leider am Tor vorbei. Oh, und kriegen wir den Ball noch? Nein, da spielt er nochmal wieder ab, aber auch nicht. Aber wir haben schon wieder easy den Ball. Oh. Da hätte er noch ein bisschen laufen sollen. Und damit haben wir schon wieder den Ball. Sehr schön, das geht hier ja aber auch Schlag auf Schlag. Oh, das ist ein Elfmeter. Sehr schön, wer darf den schießen? Ich hoffe, wir sind das. Ja, das sehen wir jetzt gleich. Oh, vielleicht können wir einen Elfmeter schießen. Das wäre doch schön. Nein, sind wir leider nicht. Warum auch immer. Wer ist das? Yaya Touré? Ja, der schießt daneben. Ja, er geht einfach direkt auf den Mann. Ah, wie blöd. Nun, was soll man machen, ne? Kannst du machen nix, musst du gucken zu. So, wir gehen hier wieder auf die Außenlinie und ziehen jetzt schon mal so langsam wieder rein. Und einmal draufgetreten. Ein Pass in die Mitte und... Ah, da kommt er zu Fall. Schade. Aber wir können ja auch einfach mal so ein bisschen die Mitspieler in Szene setzen. Wir haben ja schon ein Tor geschossen. Alles klar, gedankt für den Ball.
Oh, schade. Das war abseits, oder? Ja, habe ich leider zu spät gespielt oder zu früh den Pass gesetzt. Oh, schade. Ich dachte, wir könnten ihn direkt bei der Ballabnahme noch, Ballannahme noch mal kurz ein wenig stören. Und da ist auch schon gleich der Halbzeitpfiff. Ah, da kommt er. Siehst du, wenn man vom Teufel spricht. 0-1 zur Halbzeit ist doch auch schon mal ganz schön. So. Oh, shit. Das war blöd. Oh, da dribbelt er uns einfach aus. Oh, der hat böse von den Beinen geholt. Das gibt eine Karte. Ja, direkt eine Gelb. Da hat er also, boah. Da hat er wirklich böse von den Beinen geholt. Alter Schwede. Der ist auch direkt verletzt. Boah. Sah auch nicht schön aus. Ah, der hätte ein bisschen weiter in den Sturm spielen sollen. Oh, das war ein Fehlpass meinerseits. Ja gut, aber solange wir gewinnen, ist mir das eigentlich Wumpe. Ist klar. Und nochmal ein Schuss. Oh, schade. Den hält der Torwart leider. War auch eine relativ blöde Position da, glaube ich. Da hätte man besser machen können. Oh. Shit, den habe ich gar nicht gesehen da. Oh, der sollte doch nicht passen. Ah, oh, habe ich wieder zu schnell gedrückt. Ja, da hat man gerade gesehen, da hat die KI sich fast selber wieder ausgespielt. Oh shit, das war blöd. Oh, er macht einen Rückpass. Schade. Ballbesitz 50-50. Und da hat gerade jemand aufgehört, Battlefield 4 zu spielen. Boah, jetzt geht's hier. Frei vorm Tor. Machen wir doch nochmal. Nein! Da kommt der Torwart rechtzeitig raus und pariert diesen Ball. Und oh, schade. Das gibt Abstoß. Ja. Okay. Da Silva kommt rauf und Sinclair geht runter. Das ist, glaube ich, bei unserer Mannschaft, ne? Nein. Oh. Das ist jetzt aber. Freistoß. Ach, Eckball. Jawohl. Kurz vorm Abpfiff haben wir vielleicht sogar doch noch mal die Chance. Oh, wieso geht der Torwart denn dabei sowas nicht ran? Ich verstehe das nicht. Naja, ist ja trotzdem noch Abschluss für die. Van Wolfswinkel kommt rauf. Das ist wahrscheinlich hier. Ich habe Norwich,
Genau, ich hatte schon fast den Namen wieder vergessen, gegen den wir spielen. Ja, wir haben auch eine grandiose Bewertung von 9,7. Da kann man sich ja auch nicht beschweren. So, jetzt bloß nicht einengen lassen da. Oh, du Idiot, spiel doch einfach eher. Gut, aber dafür ist jetzt Feierabend hier. Sehr schön, haben wir 1-0 gewonnen, sind Spieler des Tages geworden, hoffe ich mal. Jawohl. Weiter, wollen wir mal gucken, gegen wen wir als nächstes spielen. Falls wir überhaupt in der Startformation stehen. Jawohl, gegen die Tottenham Hotspur. Auf jeden Fall hier gegen den Erstplatzierten. Ah, wäre auf jeden Fall schon mal schön, wenn wir da noch einen Sieg holen können. Dann können wir auf jeden Fall uns schon mal näher rankämpfen an Position 1, dass wir vielleicht sogar noch Meister werden. Ich weiß nicht, wie viele Spiele. 18 Spiele haben wir schon. Also gleich ist Halbzeit. Okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss.